Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ja. Ich bin schon mal hierher gefahren zu unserer neuen Aufgabe und mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Los geht's. Sir, mein Name ist Chase. Ellie hatte mich angekündigt. Ja, das hat sie. Freut mich, Chase. Hugh Huckleberry ist der Name. Und ich weiß alles über dich. Verzeih meine Offenheit, aber ich weiß von deinem Fehler. Dich aber deswegen gleich zu versetzen, fand ich ein bisschen heftig. Vor allem, da du den Zeugen zum Reden gebracht hast. Nun ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt. So was Dummes passiert mir nicht nochmal. Alles okay? Ja, alles okay. Haben Sie zufällig eine Wurfhakenkanone? Klar habe ich die. Nimm dir ruhig eins dieser nutzlosen Dinger. Haben mir kein bisschen bei der alten Bessie geholfen. Hä? Streifenbarsch, grau. Ungefähr so groß. Was? Nichts. Na gut, ich muss da mal los. Ein paar Verbrecher schnappen. Klar. Viel Glück mit deinem neuen Spielzeug. Die sind gar nicht leicht zu handhaben. Jo, jetzt haben wir einen die Wurfhakenkanone freigespielt. Mal hier ein bisschen wieder aufräumen. Hier sind wieder ein paar Steine, die wir ja jetzt brauchen, haben wir in der letzten Folge. So, halte für den Zielmodus Y gedrückt und danach auf Lego-Steine. Es gibt da ein Problem. Ja, die Sache lief bisher auch viel zu glatt. Was gibt es denn? Wir haben widersprüchliche Informationen darüber, in welchem Gebäude die Räuber sind. Der Chief hat Fußstreifen auf die Suche geschickt, aber ich denke, du findest einen besseren Weg. Begib dich auf das Dach des Burgerladens, den ich auf deiner Karte markiert habe. Von dort kann ich mit dem Scanner herausfinden, in welchem Gebäude sie sind? Korrekt. Viel Glück, Chase. Mhm. Dann fahren wir da mal hin. Ich würde ganz gerne mal die Kanone ausprobieren, aber egal. Mit dem schicken Moped. Driven wir jetzt erstmal wieder zurück. Sonst nichts zu tun, außer immer hin und her fahren, aber gut. Naja, immerhin wird es ja wirklich angezeigt, das ist ganz cool, denn brauche ich das nicht am Gamepad irgendwie euch einblenden oder sowas, wäre ziemlich umständlich. Könnt es höchstens mit dem Handy abfilmen, aber das ist auch ein bisschen kacke. Naja, ist egal. So, hier, hier können wir was bauen. Kann ich hier mal kurz testen. Du hast einen Superbau entdeckt. Können wir jetzt hier nur diese Rufsäule bauen? Ja, wahrscheinlich. Nur 8000. Wir haben nur 3700, wir brauchen 8000. Das heißt, wir sammeln am besten nochmal ein paar Steine, dann können wir direkt diese Dinger benutzen. Ich bin ja mal gespannt, ob man auch andere Sachen hinbauen kann. Oder ob das immer nur so vorgegeben ist, was man so also bauen kann. Na, erstmal hier noch in eine ganze Ecke fahren. Da vorne müsste gleich laut der Karte irgendwie. Genau, da kommt diese Tankstelle, wo wir mal letzte Folge waren. Ja, dann sind wir gleich wieder schon zu Hause. Was heißt zu Hause? Bei der Polizeistation. Und oh, mein Auge juckt. Ah, Mist, ich kann halt nicht. Ich muss fahren. Ja, so. Schön noch ein paar Steinchen eingesammelt. Ich fahre jetzt mal die ganze Zeit hier, weil da kriegen wir natürlich schön Lego-Steine. Sorry. Ich weiß gar nicht, wie da das gewertet gewichtet ist, welche Steine wie viel zählen. Wenn wir jetzt hier mal so eine Karre anrempeln, die kriegen wir bestimmt von der ein bisschen wieder ein bisschen Stein. Aber hier ist eine Laterne, wenn wir die umbolzen. Bringt das irgendwas? Jawohl. Dann kriegen wir sogar ein paar Punkte. Jetzt kriegen wir Steine mal zwei. Ja, korrekt. Das ist natürlich eine nice Sache. Das heißt immer Laternen umbolzen. Jetzt haben wir ein, zwei, drei, vier, ja, fünf. Jetzt kriegen wir alles mal zwei. Ach, dann können wir sogar mal drei bekommen. Dann fahre ich natürlich immer mal gegen Laternen. Das wusste ich ja gar nicht.
dann sind wir schon wieder am Ziel. Bei Jimmy's Burger dann. Ach, da oben müssen wir wieder scannen. Jetzt können wir es mal ausprobieren. Drücke A, um den Wurfhakenpunkt zu benutzen. Achso, der zieht sich da selber. Ich dachte, wir müssen mit Y das irgendwie scannen. Hä? Egal. Das ist jetzt nicht so die Herausforderung. Können wir da jetzt hoch? Achso. Jetzt können wir die so runterziehen. Okay, super. Na dann. Ja, ist ja. Na egal. Wir machen das schon. So, jetzt hier in diesem Burgerkletter. Dass wir dann oben drauf sind und von da aus können wir ein bisschen was kontrollieren. So, dann wollen wir mal sehen, wo ihr seid. Jetzt muss ich wieder hier mit dem Gamepad bohren, mal viele Leute. Das seht ihr jetzt nicht, das ist ein bisschen blöd, aber ich glaube da oben. Ich glaube, ich hab's so. Jawohl. Wird Zeit, dass euch jemand darunter holt. Wir sind jetzt oben auf dem Dach. Weniger quatschen, handeln ist angesagt. Na gut, kriegen wir Fallschaden? Nein, kriegen wir nicht, alles klar. Ellie, ich habe die Räuber gefunden. Aber ich werde mich auf das Nachbargebäude begeben. Von dort aus springe ich rüber und habe das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und verpatze ich es, bin ich wenigstens eine Woche krankgeschrieben. Lecker Krankenhausverpflegung. So, dann können wir uns da wieder schnell wieder hochziehen. Und jetzt ist das ein Jump-in-Fall. Also ein Jump-in-Fall. Nee, wie komme ich da jetzt rüber? Am Hüpfen was? Ach so, und jetzt dahin? Was gibt's? So, und jetzt? Okay, das ist nicht so anspruchsvoll. Bin gerade ein bisschen unnötig runtergefallen. Lass mich das ganze Geld einsammeln und dann gucken, was hier abgeht. Oh, es ist ein Spezialauftrag. Oh, zum Glück habe ich keine Höhenangst oder irgendeine andere lächerliche Phobie. Bonjour! Wow, französische Papageien! Ich war auch schon mal fetter. Ich kipp gleich um. Es muss einen Weg zu diesem Gebäude geben. Ja gut, die sind am Ende. Das sind vier Räuber, die wir jetzt holen müssen. Hier können wir wahrscheinlich erstmal rüberschwingen. Diese Wurfhakenkanone ist super. Was ist denn jetzt los? Wo ist denn der runtergefallen? Okay. Ach so, okay, wahrscheinlich. Jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Warte, ein bisschen. So. Okay, ich bin dran. Warum? Warum fällt der runter? Nochmal. Ich drücke B, um abzuspringen, hab ich doch gemacht. Na gut, dann hüpft der ein bisschen weiter. Ach, ist mir doch egal. So, jetzt können wir da noch weiter und wir können hier irgendwas aufmachen. Da kommen wir nicht ran. Was ist das hier? Da können wir auch nicht ran. Super. Ah, jetzt habe ich's raus. So, hier können wir noch was runterziehen oder uns hochziehen. Hochziehen. Warte mal, was ist das? Warum geht der da nicht ran? So. Nee, das, ich dachte irgendwas Spezielles, aber das hatten wir ja schon tausendmal gemacht. So, benutze den linken Stick. Ja, und das ist hier an der Wand lang. Das kennt man ja auch von den ein oder anderen Spielen schon. Das ist nicht so anspruchsvoll. Gut, das haben wir. Jetzt können wir uns wieder hochziehen. Ne, können wir uns runterziehen. Jawohl, jetzt können wir zusammenbauen. Super. Und das ist wieder ein Trampolin oder was? Jawohl, das ist ein Trampolin. Da muss ich mal gucken, wo ich das da hoch muss. Da geht's hoch. Okay, hier oben ist eine Dachterrasse. Und wieder Sachen zusammenbauen. Das Zeug sah eh geschmacklos aus.
Momentan sind wir noch ein bisschen na, verhirn, verleihen, mach das. Aber mal gucken. So ein paar Rätsel wären ganz cool. Aber sehen wir dann ja. Und hier haben wir jetzt auch unsere Option zum Rüberkommen. Oh. Kriege ich die alle, die Steine? Jawohl. Easy, alle eingesammelt. Hey, die unten ist ein Kopf. Alle Mann, abhauen! Die Stimmen sind die irgendwie viel zu lieb für einen Räuber. Er macht hier mal eben ein paar Grundstücke. Zack. Wie wir einfach hier im Rennen sind. So, hier ran. Zack und hoch und hoch. Und das läuft super. So, den ersten haben wir. Den einen habe ich, bleiben noch die anderen. Super. Ich weiß noch nicht, was mit dieser Pistole jetzt hier noch ist. Aber hier kommt noch gar nicht rein. Gut. Also nicht gut, dann müssen wir hier nochmal her, aber das können wir dann ja machen. So, die laufen wir erstmal nicht weg. Wie haut. Riecht richtig komisch. Da unten sind auch nochmal ein paar Sachen, die wir holen können. Können wir hier schon reinkriechen? Da wäre nämlich ein Teil. Wahrscheinlich nicht, ne? Da haben wir auch wahrscheinlich irgendeine andere Figur für. Das heißt, hier müssen wir sowieso mal herkommen. Und hier, was ist hier jetzt? Ach so, einfach drauf springen, okay. Ich dachte gerade schon, er fällt wieder runter. Und hier können wir viele rote Legosteine viele Legosteine einsammeln. Aber hier ist auch alles gesperrt. Was soll das denn? Und jetzt, okay. Ja, okay, so geht's. Okay, das war ganz knapp. Wow, super. Wusste Hammer. Gar nicht, dass ich so ein guter Turner bin. Nee, wusste ich auch nicht. Super, das läuft aber schon mal ganz gut. Hier können wir jetzt, ja, hier können wir hochklettern. Da unten ist ja wahrscheinlich nichts mehr. Ich frag mich, wo die ganzen anderen Räuber sind. Nochmal eben an der Regenrinne hoch. Warum auch nicht? Sportsman Nummer 1. So, hier sind noch zwei blaue und hier hinten. Boah. Da haben wir schön nieder den Stand abgeräumt. Okay, hier kommen wir wieder rüber. Beachtet mich gar nicht. So, da ist der nächste, den holen wir uns direkt. Kann ich den irgendwie boxen? Nee. Komm. Das wären dann zwei. Super. Den zweiten haben wir auch. Und dann können wir hier an der Wand hoch. Zack, zack. Er ist ja schlimmer als Tomb Raider. Hier, Lava Croft. So, Nummer 3. Ach, ich hab nicht X gedrückt. Ich hab Y gedrückt. Da ist Nummer 3. Bleibt nur noch der Anführer. So, dann hüpfen wir eben hier rüber. Mensch, halt! Läuft doch super. Ah gut, der haut mir natürlich auf. Sonst wäre es natürlich auch zu einfach gewesen. Ihn zu schnappen wird wohl schwieriger. Och nein. Richtig schlecht darunter gefallen. Hä? Ja, okay. Man muss auf das Seil drauf springen. Das muss ich mich hier festhalten. Das sollte auch kein Problem da sein. So. Wo kommen wir denn hier hinten? Das nenne ich eine Aussicht. Natürlich Niederner. Das ist natürlich geil. Schön 10.000er. Und jetzt hier rüber. Nein, der ist da nicht. Oh Gott. Oh, ich dachte, wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder von vorne hoch. Also den ganzen Weg des Hauses, weil wir ja so voll weit nach unten gefallen sind. Und dann wieder runter. Ne? Und eine weiter. Bis dann, komm! Die
hier kommst du nicht rüber. Wir haben noch einen Greifer. Ich kann auf dem Dach eine Person erkennen, die womöglich der Kopf der Verbrecherbande ist. Sie scheint jemandem zuzuwinken. Du musst dir mehr was einfallen lassen, um mich aufzuhalten. Ach, warum habe ich nur die Klappe so weit aufgerissen? Moment! So, jetzt mal eben hier. Jetzt sieht sich doch jemand der Lego City Polizei an, hier mitzumischen. Er kann einfach so und super es springen. Sieht nach einer Verhaftung aus. So. Für Sie vor Ort, ach, Conrad auf, okay. Peters von dem Kanal K Nachrichten. So, dann nochmal hier rauf. Soll der jetzt? Wo will der denn jetzt hin? Ne? Ach, nur da hoch. Na gut. Und dann hüpft der. Aufnahme aus. Auf. Das kriegen wir aber wohin. Das ist nicht so das Ding. Und komm. Super. Und dann da hoch. So, erstmal hier ein paar Steine ganz in Ruhe einsammeln. Da hinten ist noch ein blauer. Das haben wir schon fast 200.000. Und wo geht's jetzt hin? Ja, alles klar. Sonst falle ich! Ich habe eine Frau und zwei Goldfische! Nimm meine Hand! Sag, für wen du arbeitest! George! George! Ta. Benson? Barry? Ja, komm schon! Ich kann nicht! Der nimmt mich auseinander! Okay! Ich arbeite für Rex Fury! Rex! Wo ist er? Keine Ahnung. Er meldet sich nur per Telefon. Und wer weiß es sonst? Was weiß ich? Vielleicht Blue. Er ist im Albatros-Gefängnis. Geh zu ihm, aber lass mich bloß nicht fallen. Ja, gerade noch eine knappe Kiste. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Naja, ich schnapp das ein oder andere auf. Na, jetzt wohl nicht mehr. George? George, Vater Bensonberry? Hey! Lange nicht gesehen, Dave! Einfach so ein random Name. Jo, Spezialauftrag. Achso, nice. Wir haben jetzt. Das war so eine. So ein Ingame-Ding. Wir haben Polizeimarkenteil bekommen. Ach, man konnte Baron Jedi. Baron was auch immer sammeln. Das wusste ich gar nicht. Okay, da müssen wir mal gucken. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass das so eine Story ist, aber gut. Hinterher ist man immer schlauer.